So, heute will ich mal unser Milizionärtrupp ein wenig schinden. Und zwar im Danger Room. Ja, wir haben noch nicht die komplette Ausrüstung. Oh, du drückst immer noch den Schalter. Hör mal kurz auf. So. Also ja, der Trupp ist noch nicht komplett ausgerüstet. Bei weitem noch nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie genug Einzelteile haben, um wenigstens ein, zwei Stupser von den Speeren auszuhalten. Deswegen aktivieren wir die jetzt einfach mal und die haben immer noch einen Station-Befehl. Okay, hebe ich erstmal den Station-Befehl auf. Dann könnt ihr hier wieder nach oben gehen. Ich hoffe einfach mal, dass in der Zwischenzeit nicht noch irgendwas Aggressives hier unten angekommen ist. Nee. Also dürften die Holzhacker auch kurzfristig hier noch sicher sein. Wir sollten vielleicht nicht alle Pilze abhauen. Das heißt, ich mache kurz DX und markiere mal die hier alle nicht mehr. Und dann werden nur noch hier oben die 4, 5 Pilze abgehauen. Und dann verkriechen die sich wieder in die Festung. Das sollte dann vorerst reichen. Das heißt, wir geben der Miliz jetzt doch 5 Minuten oder so Verschnaufpause, dass sie ein Bierchen schlürfen können. Oder kurz ins Bett fallen und danach werden sie gestupst. So, was haben wir noch? Ich wollte gucken, wie viel Silberbarren wir haben. Und allgemein, wie viel Kohle noch übrig ist. So, Silberbarren, 3 Stück. Kohle 37. Das ist doch mal schön. So, dann würde ich gerne Silbersachen einschmelzen. Nee, es gibt keine Silberambösse. Schade. Silberpeitschen. Die sind schon zum Schmelzen designiert. Oh, das ist ja schön. JM. Wir würden gerne Metal Object. Sagen wir mal 20 Mal. Dann hätten wir noch 17 Kohle übrig, um daraus wieder irgendwas herzustellen. So, das wäre das eine. Und es wurde mehrfach erwähnt, dass ich vielleicht doch das Haupttor hier öffnen sollte. Was ja so auf den ersten Blick für mich recht unheimlich ist. Aber wir haben echt viele Fallen hier. Mehr Fallen als unten. Also wäre es vielleicht zu überlegen, einfach beide aufzulassen. Und im Notfall könnten wir hier immer noch zumachen. Also das können wir zumachen, das hier können wir zumachen. Wir können die Zugbrücke hoch und runter fahren. Also es ist einigermaßen sicher. Das heißt, selbst wenn eine größere Armee kommen würde, wird ein Teil reinkommen. Das ist aber okay. Aber nicht alle. Solange wir halt schnell genug die Sachen hier zubekommen. Und wir könnten die Fallen auch weiter ausbauen. Denn hier habe ich noch damals damit gerechnet, dass wir immer die Wagen reinlassen. Und die brauchen ja 3 Felder Breite. Aber wie sich herausgestellt hat, reichen eigentlich auch die Esel. Und die brauchen nur ein Feld Platz. Jo, machen wir erstmal die Tür auf. AP. Und lassen die Zugbrücke runter. Das war, glaube ich, der hier. So. Und dann gucken wir mal, ob irgendwelche versteckten Goblins sich gleich rauswagen, sobald das Tor aufgeht. Könnte natürlich auch sein, dass sie alle hier in der Gebüsch lauern und immer auf die Wand starren. So, Brücke ist unten. So weit passierte aber nichts. Na, warten wir mal kurz ab. Und wir sollten eine Wachente aufstellen. B. War das J? Nein. Ich hätte gerne einen Restraint. Obwohl, stimmt, das macht man heutzutage ja mit den Dingern hier. Wir hätten gerne hier bis da ein Pen Pasture. Und da kann, was kann da mal hin? Ein Honey Badger. Das ist jetzt unser Wachtier. Oh, wurde das jetzt so richtig zugeordnet? Shift N, Honey Badger. Jo, sehr schön. Und wir sollten hier. Oh, da ist noch eine Zwergenleiche. Melbi, Nokku, Simmer, irgendwas. Ja, hier ist allgemein noch recht viel Zeug draußen, aber das verbieten wir wirklich erstmal alles. D, B, F. Alles hier draußen. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Aber sicher ist sicher. Warum kommt da einer unserer Zwerge hoch? Nicht, dass sie das jetzt als Abkürzung nehmen. So war das nicht gedacht, Jungs. Wir sollten das da echt mal zumachen. Hatte ich ja auch schon vor ein paar Folgen mal angedacht, dass wir da endlich ein Hedge-Cover draufsetzen. Floor Hedge. Need Hedge Cover. Okay, wir hätten gerne ein Wooden Hedge Cover.
Na komm, machen wir. Oh, die sind aus Holz. Kann man die auch was anderes herstellen? So aus Stein oder so? Gucken wir mal kurz. Ja. Wir hätten gerne Hedge Cover. Wir könnten die aus Glas herstellen. Das ist ja mal albern. Also ja, man kann dann schön durchgucken, aber besonders stabil wird es wohl nicht sein. Oh, und ein Rock Hedge Cover. Davon nehmen wir doch mal 5 Stück. So. Die werden hoffentlich möglichst schnell produziert. Und wir können wieder ein Stück Straße bauen. Paved Road. Jede Folge ein Stückchen mehr. Dann ist das irgendwann komplett massiv. Muahaha. Ja, doch. Das sieht echt schick aus. Nicht dieses ganze Farbenchaos wie hier, sondern richtig schöne Goldstraße. Wo sind meine Goldbarren? Kupfer, Stahl, Eisen, Gold. Haben nur noch 78 Stück. Ah, irgendwann demnächst sollten wir die Miner mal losschicken. Bisschen neues Gold holen. Wenn wir auch die Kohle über haben. So. Goldbarren. So, und meine Uhr sagt, die 5 Minuten Freizeit für unsere Miliz ist rum. Das heißt, wir können die gleich mal wieder aktivieren. So. S, Shift A, M. Geht mal in diesen kleinen Raum da rein. Tut mir den Gefallen. Die Tür ist noch betretbar. Soweit, so gut. Gucken wir mal, wie schnell die hier sind. Da kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, das ist ja richtig flott, Jungs. Fast alle auf einmal da. So muss das sein. Jetzt gucken wir mal, wie die sich stapeln. Also im Idealfall steht jeder auf mindestens einen Speer. Dem, der ist das Suspekt, der läuft gleich wieder weg. Was ist denn mit dir los? Achso, er will schlafen. Naja, gute Ausrede. Hätte ich jetzt auch gesagt. So. Der nächste dreht auch um, aber wir haben wenigstens ein paar Leute hier. Der erfüllt seinen Wasserschlauch. Na gut. Tür können wir euch offen lassen. Ich will das Ganze jetzt auch nicht auf Repeat laufen lassen. Ich drücke einfach mal einmal Shift P. Und dann gucke ich mir an, ob irgendjemand verletzt wird. Wenn keiner verletzt wird, dann gebe ich dem Schalter hier vielleicht mal 3 Befehle gedrückt zu werden. Guck dann wieder, ob jemand verletzt wurde. Und wo zur Hölle? Ach, du bist einmal außen rum gelaufen. Soll's da rein? Oh, wurde da jetzt gedrückt? Ich habe da jetzt gar nicht aufgepasst. Ich wurde von dem doofen Zwerg da abgelenkt. Wunden. Keine Wunden, keine Wunden, keine Wunden, keine Wunden. Okay. Ja, der Befehl wurde abgearbeitet. Also gleich 3-mal hintereinander. Resume. Nebenbei gucke ich mal auf meinem Dwarf Therapist, was sich da so an Werten verändert. Wurdest du jetzt 3-mal gedrückt? Ah, das ging ja schnell. Inzwischen einer verwundet? Nein. Aber wahrscheinlich wird er eh nie im Durchschnitt irgendjemand verwundet, sondern ab und an mal nur so richtig kritisch. Also wenn dann so ein Speer im Auge landet. Das kann ich mir vorstellen. Na gut. Machen wir jetzt 5-mal. Es geht ja ziemlich flott. Und dann schaue ich im Dwarf Therapist, ob da sich was getan hat oder nicht. Sonst können wir das einfach mal auf Repeat eine Weile laufen lassen. So lange, bis irgendwelche Blutsplätter an die Wand kommen. Das war jetzt schon 5-mal. Das geht ja richtig schnell. Na gut. Nicht verletzt, nicht verletzt, nicht verletzt, nicht verletzt. Okay. Dwarf Therapist. Die haben alle richtig schlechte Werte. Ich lade mal neu rein. Und sie haben immer noch richtig schlechte Werte. Ja, okay, es war auch nicht allzu lang. Also, du, A, Shift P, Repeat. Und dann lassen wir die mal so 1 Minute oder so da drin. Ich guck mal auf die Uhr, 9 Minuten 30 ist die Folge jetzt. So, machen wir irgendwas anderes. Am besten oben vielleicht noch eine Dingens bauen. Niam, 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 Paved Road. Auch wenn das Spiel wieder pausiert ist, aber das passt schon irgendwie. Zack. Na, Goldbarren. So. Dumm, die dumm. Wir gucken jetzt mal nicht da unten hin. Wir schauen uns die ganzen tollen Leichen hier oben an. Oh, weia. Also wenn die Miliz irgendwann mal richtig gut trainiert ist,
Dann müssen wir hier draußen den ganzen Kram einsammeln. Vor allem die ganzen Silberwaffen. Da, da und da. Die ganzen Leichen einsammeln und so weiter. Und dann auch richtig schön viel Holz hacken. Also einfach die Medizin stationieren und alles kahl schlagen. So, das soll jetzt aber reichen. Gucken wir mal hoch. Wo ist... Schlechtes Timing, ganz schlechtes Timing. The Forgotten Beast, Gugu Damazopsmut, ist gekommen. Ein riesiges, eineiges, ein Kardinal? Ein Priester? Nein, Kardinal wird wohl irgendein Tier sein. Es hat einen verdrehten... Jointed ist ineinander geschoben oder aneinander gesteckt. Es hat einen verdrehten, ineinander gesteckten Torso und einen aufgeblasenen Körper. Gib Acht vor seinen Spinnen. Okay. Alarm, Alarm, Alarm. Alle in Inside. Dann gucken wir jetzt hoch zu unserem Miliztrupp, ob da irgendjemand verletzt ist. Denn das Blöde an diesen Forgotten Beasts ist, die können nicht in Fallen tappen. Jedenfalls ein paar von denen. So, du. Abbrechen. Und von euch ist keiner verletzt. Schau ich mal ganz kurz in Drop Therapist. Ich sehe keine Verbesserung der Werte. Das muss man wahrscheinlich echt für eine halbe Stunde oder so laufen lassen, bis da irgendwas passiert. Also ganz so OP scheint es nicht zu sein. Außer man übertreibt es halt. So, Jungs. Ihr sollt jetzt mal runtergehen. Runter. Hier soll der einmal durchlaufen. Durch die ganzen Käfigfallen, um zu testen, ob er gefangen genommen werden kann. Und durch die Waffenfallen hoffentlich. Und dann wartet ihr hier beim Brunnen auf ihn. Also S, Shift A. Aufheben und neu hier sammeln. Oh weia, ich sehe die schon alle sterben. Und währenddessen gehen wir zu dem Forgotten Beast hin. Zoom to Creature und drücken mal F. Und gucken, wo er lang geht. Momentan hockt er einfach nur da. Oh, er nimmt den Haupteingang. Das ist ein Problem. Denn unser Haupteingang hat keine Waffenfallen. Dann machen wir einfach mal die Tür zu. Also, Brücke einfahren. Tür zu. Damit er wirklich unten lang läuft. Zum einen in die Fallen rein und zum anderen in die Miliz rein. Ich hoffe einfach mal, die Zwerge sind schnell genug, aber noch sehe ich hier kein Monster. So, Tür zu. Brücke weg. Sehr schön. Einheitenliste. Wo bist du? Ein ungebetener Gast. Der ist auch eine sehr schöne Beschreibung. Du kannst fliegen? Was zur Hölle machst du da? Oh nein. Nein, 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 nein. Er kann fliegen. Wir haben da so ein Riesenloch in unserer Festung. Schiete. Und ich habe hier keine Waffenfallen gebaut, wie ich es damals machen wollte vor 20, 30 Folgen. Du bist jetzt mal verboten. Du bist auch verboten. Also er wird hier reinkommen und erstmal alle unsere Hunde schlachten, denke ich. Mit etwas Glück können die ihn ein wenig aufhalten und vielleicht sogar verletzen. Miliz, abbrechen und bitte hier oben neu sammeln. Das wird gar nicht gut. Das wird gar nicht gut. Andere, wo bist du? Verfolgen. Weiter. Der springt irgendwie... Oder teleportiert er sich? Nee, der geht immer nur hoch und runter, hoch und runter. Jetzt geht er definitiv runter. Ein Hund wurde geschlachtet, okay. Da kommt die Miliz. Anscheinend kann das Ding keine Türen... Ah, doch, da war es gerade. So, Miliz sammelt sich langsam. Der kommt nicht rein. Das wäre natürlich genial.
Ah, wo ist er schon wieder hin? C, hier oben. Ich verfolge mal eine Weile. Oh, der hockt jetzt einfach nur hier oben auf unserer Festung rum. Das heißt, wir könnten da unten Waffenfallen aufbauen und dann die Türen aufmachen. Aber ist ja auch komisch, dass er gar nicht erst versucht reinzukommen. Na gut. Wir würden gerne die Tür da aufmachen. L.O. Wir würden gerne eine Falle bauen. Und zwar eine Waffenfalle da mit einem Granitmechanismus und kein Trainingsäxten, sondern Sachen, die richtig gut wehtun. Steel Battle Axes könnten wir nehmen. Wir wollen ja eh Hammertrupps im Nahkampf haben. Silver Pike, Silver Hayberg, nee, Copper Pike, die kann da hin. Copper Mace, Copper Flay, Copper Flay, Copper Scimitar, Iron Mace, Silver, nee, keine Silver Scourge. Z, Deselect, Copper Scourge, Copper Whip, Copper Whip. Und damit dürften wir jetzt eigentlich schon am Limit sein, genau. D, dann Selecting. So, bauen wir ganz schnell die Waffenfalle da auf. Das Viech lungert hier bestimmt noch irgendwo rum. Genau, das fliegt 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen über unseren über unseren Friedhof und macht da irgendwas. Eine Elfenkarawane ist angekommen. Sehr schön. Toll, Elfenkarawane. Können wir dich irgendwie zu dem Viech locken? Das wäre natürlich cool. Also die Elfen werden jetzt den direktesten Weg zu unserem Fort nehmen. Das ist untenrum. Und wir können unten nicht... Und wir können unten zumachen, dann hängen die einfach nur hier ab. Ja, ich warte einfach mal. Aber das gucken wir in der nächsten Folge. Also bis gleich.